Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Orakel. Ja, ihr habt jetzt schon länger nichts mehr von mir gehört. Ich war in der Sommerpause. Die ist auch ein bisschen länger ausgefallen, als ich das eigentlich geplant hatte. Aber jetzt bin ich wieder da für euch mit neuer Power. Und ich habe mir gedacht, jetzt zum Vollmond, beziehungsweise Quatsch, Neumond in der Jungfrau, wäre es doch mal ganz interessant, sich um berufliche Aspekte zu kümmern. Die Jungfrau ist ein Erdzeichen und für mich damit auch immer damit verbunden, etwas in die Materie zu bringen, etwas zu verwirklichen und zu manifestieren. Naja, aber sie gilt auch als ein Zeichen, das sehr gewissenhaft ist, sehr ordentlich, aber auch zum Perfektionismus neigt. Und ja, gerade bei Menschen, die eben kreativ tätig sind oder auch spirituell, ist es scheinbar auch häufig so, dass da der eigene Perfektionismus dem Erfolg auf dem Wege steht. Und so dachte ich, wäre es doch ganz interessant, zu diesem Thema mal ein Orakel zu machen. Und ja, wenn dich das Thema Berufung eben gerade sehr beschäftigt, bist du hier genau richtig. Ich möchte mich auch nochmal dafür bedanken, allen Abonnenten, die mir treu geblieben sind und die regelmäßig einschalten und liken und teilen. Ganz, ganz toll. Auch über eure Kommentare freue ich mich immer sehr, sehr, sehr. Und ja, herzlich willkommen natürlich auch an alle, die das erste Mal dabei sind. Ja, ich habe uns hier eine kleine Legung vorbereitet. Ihr könnt aus zwei Stapeln wählen. Ja, also verlasst euch da auf eure Intuition. Entscheidet euch für einen Stapel. Ihr könnt auch beide Stapel nehmen. Die Fragestellung ist, wie gesagt, wie sind die Energien zum Thema Beruf, Berufung für euch in den nächsten Wochen, Monaten? Ja, ich hoffe, ihr habt euch für eine Seite entschieden. Ich beginne wie immer mit der linken Seite. Falls ihr noch nicht so weit seid, haltet das Video bitte an. Ansonsten fahre ich schon mal fort für diejenigen, die sich entschieden haben. So, ich bin schon sehr gespannt, was uns hier auf der linken Seite erwartet. Da haben wir einmal die Magie der Erde-Karten und da kommen die Feen, die Erdmagie, eine sehr schöne Karte. Ja, wundervoll. Dann habe ich hier als zweites für dich Künstlerin, Künstler. Künstlerische Betätigung ist segensreich für deine Karriere und jeden weiteren Aspekt deines Lebens. Eine sehr schöne Karte. Und dann haben wir hier noch aus dem Erzengel Gabriel Orakelset die Karte. Mach weiter! Benutze die Energie von Enttäuschung, um deine kreativen Projekte mit authentischen Emotionen anzufeuern. Ja, da man ahnt schon, worauf es hinausläuft. Könnt ihr die noch sehen? Ja. Und als letztes hier noch eine Tarotkarte. Alles klar. Der Bube, der Schwerter kommt da. Ja, okay. Also für alle Menschen, die sich für diesen Stapel hier entschieden haben. Also ihr seid sehr kreativ. Vielleicht bezeichnet ihr euch auch selbst nicht als Künstler, aber ihr hättet auf jeden Fall das Potenzial. Ihr spürt auch den starken Drang, euch kreativ zu betätigen. Und habt das wahrscheinlich in letzter Zeit auch vermehrt getan oder zumindest darüber nachgedacht oder vielleicht auch darüber geredet mit jemandem, dass ihr das tun möchtet. Ja, womit beschäftigt sich eure Magie, eure Kreativität? Denn im Grunde ist das für mich sehr, sehr eng verwandt. Ja, mit der Erdmagie. Hier die Feen und auch die Pflanzen und die Blumen, die man hier im Hintergrund sieht. Naja. Kann man das hier durch den Schein? Hier sehen wir ein paar grüne Blätter, hier unten die Blumen. Naja, und was ist manifestierte Erdmagie? Das sind eben Pflanzen, Bäume, Kräuter, Sträucher, Büsche. Alles, was so um uns herum gedeiht und wächst. Und darauf sollst du jetzt ein bisschen mehr achten. Diese Karte fordert dich dazu auf, mal genauer hinzuschauen, was um dich herum so alles wächst und gedeiht. Wenn du dich zu Feen hingezogen fühlst, wäre das ja auch der Aufruf, mal dich noch mehr darauf einzulassen, auf diese Welt der Pflanzendevas, vielleicht
dich dann nochmal mehr auch emotional darauf einzulassen, also rauszugehen, wirklich in den Wald, in den Park, in die Natur. Und da kannst du vielleicht ganz tolle Erfahrungen machen. Vielleicht bist du auch jemand, der das künstlerisch umsetzt. Also der schon länger einen Bezug zu dieser Ebene hat und das versucht künstlerisch darzustellen, darüber zu schreiben oder es zu malen. Aber es muss auch nicht, ja. Es kann ja auch, Kreativität ist hier in jeglicher Form gemeint. Denn diese Karte spricht auch davon, dass du vielleicht einen besonderen Bezug zu Pflanzen hast. Vielleicht hast du einen kleinen Garten oder auch einen Balkon, den du sehr pflegst und auf dem du viele Pflanzen hast. Oder halt auch Zimmerpflanzen natürlich in deiner Wohnung, die dir sehr am Herzen liegen. Dann ja, ist das hier auf jeden Fall nochmal eine Bestätigung dafür, das auch wirklich weiter zu pflegen, dieses Hobby, denn auch Gärtnern ist etwas sehr Kreatives. Und ja, die Feen bitten dich darum, oder auch uns alle, die Pflanzen um uns herum als Freunde wahrzunehmen, die auch so behandelt werden wollen. Ja, also wie man eine Freundschaft pflegen muss, muss man eben auch seine Pflanzen pflegen, wie ein, ne, quasi wie ein Freund. Sie gut nähren, genug gießen, dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Ja, also es könnte auch durchaus sein, dass du hier vielleicht irgendwie floristisch unterwegs bist, ja, also kreativ bist mit Pflanzen oder Blumen im weitesten Sinne. Und dass du dafür auf jeden Fall auch ein großes Talent hast. Ja, du scheinst daran zu zweifeln, denn mit der Karte vom Gabriel hier, mach weiter, und auch mit dem Boom der Schwerter wird mir angezeigt, dass es hier in der Vergangenheit oder vielleicht auch gerade aktuell jemanden gibt, vielleicht auch mehrere Menschen, aber hier habe ich jetzt nur den Buben, der oder die dich hier anzugreifen scheint, ja, oder das, was du tust, kritisierst. Es kann ein Luftzeichen sein, dadurch, dass wir hier die Schwertenergie haben, muss aber nicht. Luftzeichen sind zum Beispiel Zwilling, Waage oder Wassermann. Wie gesagt, muss aber auch nicht unbedingt sein. Es könnte hier eine Person sein, die jünger als du ist, ja, also einige Jahre jünger. Oder aber eine Person, die sich vom Altersunterschied nicht unterscheidet oder älter ist als du, sich aber kindisch benimmt oder unreif, ja, dich vielleicht auch sehr harsch angegriffen hat. Mit Worten deine Energie, deine Kreativität, auch deine Energie irgendwie angezweifelt hat oder dir vielleicht auch konkret gesagt hat, dass das, was du da machst, ihm oder ihr nicht gefällt, nicht passt, dass er oder sie nicht glaubt, dass du damit Erfolg hast oder dass das irgendwie sinnvoll ist. Wenn ich hier das Gesetz der Resonanz mit einbeziehe, könnte es auch sein, dass diese Stimme gar nicht so sehr von außen kommt, sondern dass es eher ein Anteil von dir ist hier, in dir, der ständig immer wieder diese Selbstzweifel hochholt. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das, was ich da mache, hat keinen Wert und so weiter und so fort. Ich möchte das gar nicht hier so auswalzen, weil diese negativen Glaubenssätze, je öfter man die dann sagt und hört, desto schlimmer wird es auch. Und naja, hier kommt auf jeden Fall die Gegensatzkarte. Mach weiter, ja. Es ist wirklich, höre nicht auf diese Stimme, sei es im Außen oder im Inneren, ja. Wenn sie im Außen ist, bedeutet das im Grunde auch nichts anderes, als dass du diese Selbstzweifel auch immer noch in dir trägst, weil wir ziehen das an, was wir denken, was wir ausstrahlen. Und ja, wenn wir diesen Selbstzweifel in uns tragen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir den vielleicht auch von außen nochmal gespiegelt bekommen, um uns damit zu beschäftigen. Hier auf jeden Fall die klare Botschaft, das mal sein zu lassen, ja, diese Stimme im Außen oder im Inneren zu ignorieren. Und vielleicht auch die Enttäuschung darüber, dass dich da jemand nicht unterstützt oder das, was du machst, nicht anerkennt, zu benutzen. Ja, steht hier auch wörtlich. Benutze die Energie von Enttäuschung, um deine kreativen Projekte mit authentischen Emotionen anzufeuern. Also lass dich jetzt hier nicht abhalten von negativen Menschen, die dir eventuell ins Handwerk pfuschen wollen oder die deine Kreativität nicht zu schätzen wissen. Nimm die Enttäuschung darüber oder auch die Wut, dass du nicht die Unterstützung erfährst, die du vielleicht verdient hättest. Und ja, mach weiter nach dem Motto, jetzt erst recht, authentische Emotionen. Ja, also lass vielleicht auch noch mehr von deinen Emotionen in deine Kunst mit einfließen oder mach es vielleicht auch bewusster. Ja, dass du deine Emotionen bewusst auch in solchen Momenten zulässt, wenn du kreativ tätig bist. Denn damit wird das, was du machst, auf jeden Fall noch authentischer. Ein guter Tipp ist hier auch auf jeden Fall,
lies dir doch mal oder schau dir Filme an, die sich mit dem Leben von kreativen Menschen beschäftigen, die erfolgreich waren. Die haben alle am Anfang oder auch manchmal sogar Zeit ihres Lebens Widerstand erfahren, ja, dass das, was sie getan hat, wurde nicht wertgeschätzt. Es wurde auch zum Teil nicht verstanden von den Zeitgenossen. Ja, heute sagt man, wow, es war er oder sie war ihrer Zeit voraus, aber was glaubt ihr denn, was diese Menschen aus ihrem direkten Umfeld erfahren haben? Also da war schon auch eine Menge Ablehnung dabei und sie haben halt trotzdem weitergemacht. Und das wäre auch hier für dich sehr, sehr wichtig. Mach bitte, bitte weiter. Zweifle nicht daran, dass du künstlerisches, kreatives Talent hast. Das hast du. Und du hast ja auch einen ganz besonderen Bezug eben zur Erde, zur Erdmagie. Wenn du mit Feen oder Pflanzen oder so wirklich nicht viel anfangen kannst, dann geh doch vielleicht trotzdem mal raus und geh spazieren und achte ein bisschen darauf, was so um dich herum passiert, was in der Natur passiert, welche Tiere dir begegnen und so. Das kann schon sehr, sehr inspirierend sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du hier auf jeden Fall noch einiges entdecken kannst um dich herum, was dich weiter inspirieren wird. Ich habe hier oben noch eine Kerze stehen. Die möchte ich jetzt ganz gerne für dich anzünden und damit auch die Energie des Neumondes nutzen. Ja, also jetzt dürfen Dinge verschwinden, es darf Platz gemacht werden für Neues und hier dürfen auf jeden Fall für dich diese Energien des Schwertbuben verschwinden. Ja, bitte, bitte schenk dem keine Beachtung, mach weiter. Das ist auch oftmals, ich weiß gar nicht, ob das ein Zitat ist, aber es gibt da einen Spruch, der besagt, der Unterschied zwischen den Menschen, die Erfolg haben und denen, die keinen Erfolg haben, ist, die Ersteren haben einfach weitergemacht. Die haben nicht aufgehört. Also, ne, bitte lass dich nicht entmutigen. Ich hätte ganz gerne, dass der abnehmende Mond jetzt für dich die Selbstzweifel, was dein kreatives Potenzial angeht, verschwinden lässt. Und ich werde jetzt diese Kerze damit beschriften. Ja, liebe Mondin, bitte sorge dafür, dass die Selbstzweifel am kreativen Potenzial der Menschen, die sich hier für den linken Stapel entschieden haben, endgültig gehen dürfen und Platz machen für eine noch größere Kreativität und ein neues Level von Kreativität. Ich lege euch die jetzt hier mal. Beziehungsweise stelle euch die mal auf den Schwertbuben, weil den wollen wir in Anführungsstrichen loswerden. Und ich werde die jetzt abbrennen lassen für euch. Es wäre natürlich ganz, ganz toll, wenn ihr das eventuell auch selbst zu Hause nochmal durchführen würdet, könntet. Ihr könnt es genauso machen, es ist wirklich nur eine kleine Zeremonie. Ihr könnt es natürlich auch sehr, sehr viel ausgefeilter machen, ja, in Kombination mit einem Bad. Oder ihr könntet auch Kerzen noch zum Beispiel mit einem Duftöl, das euch passend erscheint, einreiben, etc. Ja? Also es gibt da sehr viele tolle Möglichkeiten. Lasst eurer Kreativität da freien Lauf, das könnt ihr ja. Und das wird euch auf jeden Fall einen positiven Schub geben. Jetzt für die kommenden paar Wochen. Am Sonntag ist, wie gesagt, Neumond. Und am Montag ist der Mond wieder zunehmend und da werden euch auch wieder neue Kräfte zur Verfügung stehen. Ja, habt eine schöne Restwoche. Ich wünsche euch alles, alles Gute und lasst euch nicht abhalten. Macht weiter. Bis dahin, alles Gute. Ciao. So, kommen wir jetzt zu der Seite, zu der rechten Seite. Alle, die sich hier entschieden haben, kommt hier als erstes aus dem Magie der Erde Orakel-Set. Ach, sehr schön. Die Sommersonnenwende. Ausstrahlung. Sehr schön. Dann haben wir hier aus dem Engeltarot Lass los. Entferne dich aus dieser Situation, um sie zu lösen. Okay. Also, ihr scheint hier mit einer Situation zu kämpfen. Was sagt denn Gabriel dazu?
Interessant. Medien. Du kannst mehr Menschen erreichen, indem du mit Video, Audio, Druck oder Online-Medien arbeitest. Sehr interessant. Und als letztes die Tarotkarte. Was kommt da? Oh, die sieben der Kelche. Ja, interessant. Ja, okay. Also für diese Menschen hier scheint es, also für euch scheint es um eine Situation zu gehen, mit der ihr schon länger kämpft. Das verrät mir die Lass-los-Karte hier. Wir sind in einem Berufsorakel, dementsprechend beziehe ich das natürlich auf berufliche Themen. Und naja, hier scheint es auf jeden Fall eine Situation zu geben, in der du dich gerade befindest, die du so nicht lösen kannst. Und der Rat hier lautet dementsprechend, lass los, geh einen Schritt zurück. Also auch gedanklich, wenn es dir irgendwie möglich ist, lass mal die Entscheidung oder die Situation mal für einen Moment los. Vielleicht reicht da auch schon ein Wochenende, ein paar Tage, ein paar Stunden. Also ja, es muss ja nicht gleich irgendwas Endgültiges sein. Es kann aber natürlich auch sein, ja, je nachdem, in welcher Situation du bist, wenn du gerade in deinem Job sehr, sehr unzufrieden bist und du die ganze Zeit nur kämpfst, dann wäre das hier für mich die Aufforderung, diese Situation loszulassen und dir keine Illusion darüber zu machen oder aufzuhören, die Illusion darüber zu machen, dass es wesentlich besser wird. Also hier auf jeden Fall der Rat, sich aus einer Situation zu lösen. Welche Situation das gerade für dich genau ist, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht bist du auch gerade dabei, dich auf etwas Neues einzulassen. Dafür spricht zum Beispiel hier die Ausstrahlung, die Sommersonnenwende, die dir sagt, du bist auf jeden Fall jemand, der eine starke Ausstrahlung hat. Und du sollst das jetzt mehr zur Geltung bringen, indem du dich auf positive Dinge in deinem Leben konzentrierst, auf Dinge, die gut laufen, die dir gut tun und von denen du froh bist, dass sie da sind. Die Karte hier ist ähnlich auch wie die andere in dem Stapel auch immer ein Aufruf dazu, mehr rauszugehen. Tank jetzt so viel Sonne, wie es irgendwie geht. Bald kommt der Winter und wir hatten einen ganz, ganz tollen Sommer. Ich weiß, und viele freuen sich ja auch schon auf den Winter und darauf, dass es nicht mehr so heiß ist und, ne, oder auf den Herbst. Zu denen gehöre ich auch, aber trotzdem hier nochmal, gerade für dich, die Aufforderung, wirklich auch jeden Fitzel Sonne mitzunehmen, den du bekommen kannst. Ja, geh bitte, bitte raus. Halt dein Gesicht in den Sonnenschein und ja, nimm die Energie auf, die da ausgestrahlt wird. Diese Karte ist für mich auch immer ein Hinweis darauf, dass du vielleicht in letzter Zeit ein bisschen geschwächt warst und dir jetzt diese Ausstrahlung auch erstmal wieder bewusst werden musst. Das korrespondiert ja auch mit der Medienkarte. Also es scheint so zu sein, dass du vielleicht gerade ein Projekt begonnen hast oder auch schon vor einiger Zeit. Es gibt hier auf jeden Fall ein Projekt. Vielleicht auch ein Produkt, etwas, was du der Welt offenbaren möchtest, das vielleicht auch schon getan hast. Das war aber eventuell nicht so erfolgreich, wie du dir das erhofft hast. Ja? Also du hattest dir vielleicht eine Illusion darüber, dass etwas sehr viel einfacher laufen könnte oder laufen wird. Das ist jetzt aber leider nicht der Fall. Also solltest du hier nicht in einem Job stecken, der dich sehr nervt, sondern sollte es um etwas Neues gehen, dann ist hier die Aufforderung, lass die Illusion darüber los. Irgendetwas ist hier nicht so gelaufen, wie du das gerne gehabt hättest. Das macht aber nichts. Denn die Botschaft hier ist auch recht eindeutig bei den Medien. Du kannst mehr Menschen erreichen, indem du Video, Audio, Druck und Online-Medien mit entsprechenden Medien arbeitest. Also das heißt, mach mehr Werbung. Du brauchst eine bessere PR, könnte man sagen. Je nachdem, in welchem Stil du da unterwegs bist, kann das bedeuten, dass du dir vielleicht wirklich eine Presseagentur, einen Verlag oder ein Lektorat, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist, suchst und von denen deine Produkte professionell bewerben lässt. Oder aber, falls du, wie soll ich sagen, noch kleinere Brötchen backst, kann es auch bedeuten, dass du dich selbst schlau machen sollst, ja, und dich mehr um die Vermarktung deines Produktes oder deines Buches, deines Blogs, deines Kanals kümmern sollst, indem du kooperierst mit anderen oder dir aber eben auch Techniken vom Online-Marketing aneignest, ja, also
Welche Stichwörter etc. kann man benutzen oder auch Marketingsprache, ja, was ist gut, welche Überschriften, Schlagwörter sprechen Menschen an, ja, da gibt es ja auch unendlich viele Informationsquellen online, wenn du das mal googelst. Und ja, das wird dein Projekt, deine Produkte, das, was du gerne veröffentlichen möchtest oder der Öffentlichkeit bekannt geben möchtest, auf jeden Fall stark unterstützen. Und ganz wichtige Botschaft noch dazu, das, was du da zu sagen hast, ist auch extrem wichtig. Also das, falls du daran gezweifelt haben solltest, ähnlich wie der Linkgestapel, das ist hier, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt, aber trotzdem hat das ja auch jeder hin und wieder mal, dass das, was deine Botschaft quasi nicht relevant ist, auch, das ist sie. Und sie soll jetzt auf jeden Fall auch an die Öffentlichkeit. Daher eben auch der Rat, es den Menschen leichter zu machen, deine Botschaft zu sehen, zu verstehen, überhaupt zu Gesicht zu bekommen, ja. Also sei da nicht zu bescheiden. Glaube auch an deine Ausstrahlung. Du kannst hier auf jeden Fall einen höheren Bekanntheitsgrad erreichen im Moment. Das ist sehr, sehr schön. Und mit dem Lass los, wie gesagt, können auch die Zweifel daran gemeint sein, ja, dass du halt hier dir quasi negative Illusionen machst, Schreckensbilder ausmalst. Dann ist hier der Aufruf auf jeden Fall, das nicht zu tun. Lass das bitte los. Glaube an dich, an deine Ausstrahlung, an den Wert deiner Botschaft und kümmere dich ein bisschen um die PR. Sei nicht so bescheiden. Das fällt uns ja auch allen oft schwer, mir auch. Ne? Das wurde uns oder mir zum Beispiel auch nicht so beigebracht. Ne? Eigenlob stinkt und solche Sprüche. Das ist wirklich Gift und es ist nicht wahr. Wenn man etwas gut macht und kann, darf man das auch durchaus sagen. Das ist mittlerweile meine Meinung. Und ja, ich möchte auch für dich hier eine Kerze anzünden, um jetzt die Neumondenergie zu nutzen, die abnehmende Energie, um etwas gehen zu lassen. Und ich möchte, dass du hier die falsche Bescheidenheit gehen lässt. Ich setze das jetzt hier in meine Kerze ein. Gehen. So, das kannst du selbstverständlich auch zu Hause für dich nochmal machen. Das ist dann natürlich umso wirkungsvoller. Ich lasse die jetzt hier nochmal kurz im Räucherrauch reinigen. So, ich bitte darum, dass hier die negativen Illusionen schmelzen mögen wie dieses Wachs. Bitte, liebe Mondin, lass hier falsche Bescheidenheit verschwinden, zusammen mit diesem Wachs der Kerze. Ja, ich lasse diese Kerzen hier abbrennen, die linke natürlich auch. Ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe, dass hier für euch wirklich Zeiten anbrechen, in denen ihr selbstbewusst an die Öffentlichkeit gehen könnt und euch nicht mehr verstecken müsst, weil ihr Angst habt vor negativen Konsequenzen. So, ihr Lieben, das war es auch schon wieder. Also ich fand es sehr, sehr schön und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Noch eine schöne Restwoche. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ich mache auf jeden Fall ein Orakel zum Äquinox jetzt am 23., also zur Tag- und Nachtgleiche. Und mal gucken, eventuell sehen wir uns auch vorher schon wieder. Da möchte ich mich jetzt im Moment noch nicht so festlegen, weil ich auch einige Termine habe jetzt die nächsten Tage wieder. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video hier gefallen hat, liked es, lasst mir einen Kommentar da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ja, ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst. Ciao.